ungefähr anderthalb Jahren haben wir uns, Susanne Füller, die auch die zweite Bühnenbildnerin in diesem Fall ist und die Kostümbildnerin, Susanne Füller, Matthew Wild, der Regisseur und ich, uns das erste Mal getroffen, um über Katja Cabanova zu sprechen. Dabei war ziemlich schnell klar, was wir nicht machen wollen. Eben keine typisch russische Romantik, keine Folklore und eben kein Birkenwald am Wolgastrand. Matthew Wild, der Regisseur, hat uns von seinem Konzept erzählt. Es hat sehr viel mit Erinnerung, mit Träumen und mit Sehnsüchten der Hauptfigur zu tun. Wir haben daraufhin halt versucht, ihm durch Einbau von bestimmten Möglichkeiten ins Bühnenbild die Möglichkeit für diese Illusionen halt auch zu geben, sodass wir halt mit vielen naturalistischen Elementen arbeiten, die als Verfremdung da eingesetzt sind, zum Beispiel mit ziehenden Wolken hinter den Fenstern in der Fassade oder mit Wasser. Matthias Schaller's basic scenography for Katja Cabanova is a very realistic apartment block in modern Russia. But on top of that, it was important for me that we could really express the nightmares and the visions of the main character Katja. And one way that we will do that is with video work of Katja underwater to convey this feeling that she has that she will drown one day. Also bei Katja Cabanova war das völlig anders, weil wir haben wirklich fotorealistisch einen Ort nachgebaut, den es wirklich auch gibt. Man kann auf diesem Spielplatz sehr deutlich die Spuren der längst vergangenen Sowjetzeit erkennen. Und man sieht aber auch, dass die neue Zeit Einzug gehalten hat. Also das Stück spielt ganz konkret während der ersten Amtszeit von Wladimir Putin.